Okay, gut. Ich dachte, da kommt jetzt noch etwas, aber und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir das Spiel When the Past Was Around. Erstmal den Prolog und dann kommt das Hauptspiel hinterher, weil sowohl der Prolog als auch das Hauptspiel sind nicht sehr lange. Allerdings habe ich schon sehr viel Gutes über dieses Spiel gehört und ich finde, es sieht auch einfach gerade echt schön aus. Darum versuchen wir mal unser Bestes. Und schauen, was passiert. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Es geht irgendwie nur ums Verlieben, verlassen werden und Rätsel. Ich bin sehr gespannt. Die nehmen wir mit? Kann ich die an? Ah, okay. Ich kann die also aufmachen. Da brauche ich einen Schlüssel. Oh, also es geht hier um etwas, jemand ist verlassen worden. Ich wollte den Schlüssel. Also ich kann auch. Ah, hier ist noch ein Schlüssel. Dann gucken wir uns mal. Vielleicht ist es das hier. Ein Cuttermesser. Also es sind so kleine Mini-Rätsel, die man machen muss. Ich habe eine Feder gefunden. Was macht die Feder? Er hat eine Geige. Also es geht irgendwie auch wieder so ein bisschen wie bei Florence ums Zusammensein, aber auch um Trauer und verlassen werden und ich habe keine Ahnung. Aber der Prolog soll ja schon mal so einen kleinen Einblick geben von diesem Spiel. Ah, hier ist man denn wieder zusammen. Okay, wir gucken uns, wie weit wir hinterher kommen. Okay. Also wir können sehr, 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 sehr weit rumscrollen. Dann machen wir doch als erstes hier. Also hier fehlen kleine Stücke. Okay. Ui, das muss ich mir auch schauen. Ja, jetzt habe ich kein Blatt hier mehr. Das ist schlecht. Ich brauche ein Blatt. Gut, dann nehmen wir eine Serviette. Not macht erfinderisch, Leute. Man kann auch auf Servietten schreiben, habe ich gehört. Jetzt brauche ich halt nur noch ein Stift. So, ne? Dann fängt der Mann an, hier im Büro umzuräumen und ich finde nichts mehr wieder. Moment, ich tippe mir das jetzt einfach ins Handy. Das funktioniert wahrscheinlich auch. Ich wollte eigentlich jetzt gerade schnell für euch nachgucken, wie das so ist. Also wegen 14, 3, 4. Ich werde mich zum Hauptspiel besser vorbereiten, ich schwör's. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Also 14, 3, 4, 6, 4, 1. Okay. Gut, das heißt, ich habe irgendwie eine Tastenkombination. Das ist von einer Spieluhr oder so, könnte das sein. Okay. Ah, hier ist eine Spieluhr. Da fehlt aber noch was, okay. Ja, hier ist andere noch eine Tastenkombination. Also, wenn wir jetzt hier so rumgehen, ich weiß nicht, in welche Richtung das muss. Machen wir mal 1, 6, 2, 7, 5, 3, 4. Vielleicht kriegen wir noch Hinweise dazu. Ich gehe mal davon aus, dass es noch Hinweise geben wird. Aber sowas finde ich auch halt auch immer sehr schön. Das ist ein Schlüssel. Und schon mal ein Stück. Eine Eule.
lol, okay. Da müssen wir nochmal zurück. Jetzt brauche ich wirklich ein Stück. Ich hoffe, es funktioniert also. Ist 1. Kreis ist 6. Ich denke mal, das ist ein Herz. Das ist eine 2. Ein Dreieck ist eine 7. Blümchen ist eine 5. Sowas Ovales. Also ein Blatt ist eine 3. Und der Stern ist eine 4. Okay. Ich gehe jetzt davon aus, ich muss das hier in der Tastatur eingeben. Also. Nee, Quatsch. Moment, da doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge? So, dann probieren wir es jetzt mal mit dieser Reihenfolge, die hier angegeben sind. 7. 5, 3, 4. Und schau mal, ob ich das Lied schreiben kann. Also 1, 6, 2, 7, 5, 3, 4. Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, gehört da der Schlüssel rein? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir kommen sehr gut weiter. Oder ich muss halt... nee, Quatsch. Ich muss vielleicht die hier eintippen. Dass mir gesagt wird, was ist. Und ich muss diese Melodie eintippen. Das macht natürlich Sinn. Ne, natürlich. Moment, ich schreibe es mir nochmal ganz groß ab. 1, 4, 3... 4, 6, 4, 1. Dann verstehe ich zwar nicht, wozu ich die Dings brauche, aber okay. 1, 4, 3, 6, 4, 1. Nee, das ist auch nicht. Das fängt ja schon mal gut an. Könnt ihr die mal zur Seite gehen? Vielleicht ist da unten noch irgendwas. Die Eule. Die macht Musik. Hier steht, welches was ist. Glaube ich. Muss ich vielleicht das hier? Aber es gibt ja keine 1. Ha, lol. Ich hätte ja gedacht, dass das hier das ist. Sehr gut. Also ich habe im Prinzip eine Tastenkombination. Habe ich die falsch abgeschrieben? 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. Nö. Ich hätte gedacht, dass also die Zahlen sagen mir, was ist, ne? Vielleicht muss ich die miteinander kombinieren. 1, 4, 3. 6, 4, 1. Doch, jetzt hat es funktioniert, seltsamerweise. Okay, gut. Dann hat das funktioniert. Ich dachte jetzt, okay. Oh, noch eine Feder. Guck mal, ich habe eine Feder für dich. Jetzt wieder eine Tür geöffnet. Okay, also die Eule nimmt jetzt, also die Person nimmt jetzt langsam Gestalt an und wir wissen, das ist eine Eule. Okay, ich habe jetzt erstmal alles kaputt machen.
Oh, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Hier ist ein Tagebuch, okay. Hier fehlen mir... Nee. Und ein Schwamm. Wozu Brot? Hier ist der für den Wasserhahn. Kann ich dich sauber machen? Gut. Jetzt bist du ja hoffentlich sauber. Ah, ich muss den glaube ich ausmachen, weil da etwas drin ist. Ha! Also, da hat sich doch das gelohnt. Ne? Also. Aber da fehlt noch ein Zeiger. Aber wozu das Brot? Erstmal gehen wir hier sauber machen, weil ich kann mir vorstellen, dass hier noch irgendwas ist. 1915. Hier brauche ich wahrscheinlich die Brechstange. Willst du Brot? Nee. Das ist ja jetzt hier unten ein Mäuschen. Also ich brauche die Brechstange, um die Kiste aufzumachen. Wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen, dass ich da eigentlich... Okay, dann halt so. Aha, wie süß! Da brachten die Vögel. Die Dings. Okay, also es ist 19 Uhr. Ah, dann ist 19:15 wahrscheinlich eine Uhrzeit. Also es ist 7:45. Nee, Quatsch, jetzt nicht zu weit. Entschuldigung. 6, so. Es ist 7:45. Zeit für den Sandmann. Also für den Sandmann. Und da ist der kleine Schlüssel drin, der zum... Herzen eines jeden Mädchen führt zum Tagebuch. Und noch eine Feder. Wahrscheinlich ist das sein Tagebuch. Jetzt gibt sie ihm wieder eine Feder. Und die Geige wurde jetzt gemacht. Okay. Ist das so ein bisschen der Verlauf von jetzt ihre Beziehung? Ich bin richtig begeistert von dem Film. Von dem Spiel. Okay, jetzt spielt er mir was vor. Oder hat mir was vorgespielt? Jetzt sag nicht, dass das der Prolog war. Fange die Noten. Nur die weißen? Nee, alle. Die wird auch regelrecht mitgenommen von der Musik. Kann ich aber verstehen. Weil ich mag zum Beispiel die Musikerin Lindsay Stirling und die spielt ja auch Geige. Und die macht so schöne Lieder mit ihrer Geige. Also sie macht auch sehr viele Coverversionen. Aber die macht das auch ziemlich cool. Die hat so eine elektrische Gitarre. Okay, sie hat die Geige berührt. Hat sie sich jetzt verletzt?
Durfte sie das nicht? Sind die Geigen kaputt gemacht? Ich bin richtig Fan von solchen Spielen geworden. Ich fand ja schon Florence richtig cool. Hallo. Stehst du auf? Ein Spiel, ach, da ist es doch. Mojiken Studio. Design von Team Owl. Ich mag solche Spiele. Ich finde das voll gut. Ne, ich mochte jetzt auch die Grafik. Also ich fand das irgendwie cool. Wir haben dem Dude also Federn gegeben, damit er sich so materialisiert. Vielleicht, dass die Trauer auch so eine gewisse Form jetzt annimmt. Bitte unterstützt. Oh ja. Also, ja, ich würde mal sagen, das war's für den ersten Part. Das war jetzt der, Prolog. Und das war der Prolog. Okay. Gut. Ich sage auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch wird das Let's Play gefallen. Ich bin jetzt schon begeistert von dem Spiel. Und wir sehen uns im nächsten Part dann mit dem Hauptspiel wieder. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.